Oh, guck mal. Ich finde meine Frisur auch echt überhaupt nicht übertrieben, muss ich sagen. Und ich sehe auch irgendwie nicht so wie ein Psycho aus, der halt gerade im Dunkeln vor seinem Schlafsack steht und einfach mal in die Nacht hinein starrt. Das ist überhaupt nicht Psycho. Das ist total normal. Das mache ich übrigens privat auch ganz häufig. Ich stehe nachts einfach auf und starre einfach in die Gegend. Das beruhigt mich. Euch etwa nicht? Oh, mein Ton ist ein bisschen laut. Mach den mal ein bisschen leiser. Wenn irgendwas mit dem Ton sein sollte, Ingame-Sound zu laut, zu leise, einfach Bescheid sagen, ne? Dafür spielen wir das ja im Livestream. Willst du deine Plattform wieder in den Titel packen? Ach so. Gucken wir mal, wie oft ich gefragt werde. Sonst mache ich es nachher nochmal. Ich habe gespuckt übrigens, Leute, ne? Oh. Guten Morgen, Toffi. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja, aber es ist ziemlich neblig. Oder ist das ein Fehler im Spiel? Das sieht voll düster aus. Ausgezeichnet. Nach unserer kleinen Feier gestern Nacht habe ich angefangen nachzudenken. Die Renovierung des Hauses hat so einen großen Unterschied für unsere Stadt gemacht. Ich dachte, du müsstest es noch andere Dinge geben, die wir machen können, um hier alles aufzuhübschen. Was sagst du dazu? Ja klar, ich bin dabei, die Stadt schöner zu machen. Meinst du? Supi. Nun ja, um die Wahrheit zu sagen, habe ich mir nicht mehr dazu überlegt. Okay, also ich muss wieder die Drecksarbeit machen. Nenn mich Tine Wittler. Vielleicht haben die anderen Dorfbewohner ein paar Ideen dazu, was sie in unserer Stadt sehen wollen. Könntest du mit ihnen reden und das für mich herausfinden, wenn du heute ein bisschen Zeit hast? Ja, klar. Gut, ich bin hier ganz. Ich mache hier gerade Urlaub, aber keine Sorge. Ich kann arbeiten umsonst. Großartig. Danke, Toffi. Komm in meinem Laden vorbei, wenn du fertig bist. Jupp. Ach, das war wegen dem anderen Haus. Deswegen sah das so ein bisschen düster aus. Und natürlich kann ich wieder looten. Ah, oh, schön. Hauptsache looten. Dein Haus ist wunderschön eingerichtet. Mann, das ist der Anfang. Leute, ich habe halt noch nichts in dem Spiel. Das ist nicht wie bei Disney, wo wir irgendwie schon totgeklatscht werden mit Items und anderen Sachen. Hier muss was gearbeitet werden. Ist nicht so wie bei Disney, wo einem alles geschenkt wird. Oh, voll der Disney-Hate hier. Oh Gott. Okay, das Haus hätte ich übrigens auch nehmen können, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich wollte das andere haben. Ich finde das irgendwie besser, dass man da so ein bisschen am Fluss mit größeren Möglichkeiten nach hinten auszubauen, da halt alles hätte machen können, weißt du? Und ich soll mit den Bewohnern reden, habe ich gehört. Sehen wir mal. Ich glaube, das eine Haus, welches davor steht und deswegen so. Ja, genau. Toda, du hast es gesagt. Toda, Mund tut Wahrheit kund. Ich glaube, ich hole mir gleich erstmal Chips. Boah, gönn dir. Owen? Das ist Müll. Der gehört in die Mülltonne. Und das ist ein Wichstuchbehälter. Guck mal, das ist ein Tuchbehälter. Und wieso sollte der... Er schminkt sich nicht. Es ist nicht zum Abschminken gedacht. Multa, guten Abend. Okay, ich rede mal mit ihm. Ich muss mein... Er kann zaubern. Er stellt sich einfach mal. Entweder kniet er jetzt mit dem linken Knie auf dem Hocker. Alex, hallo. Entweder kniet er mit dem linken Knie auf dem Hocker oder er kann einfach schweben. Vielleicht möchte er mir auch seinen neuesten Zaubertrick zeigen. Hey Toffi. Mann, einfach spitzenmäßig, was du mit diesem Haus gemacht hast. Es hat die Atmosphäre in der Stadt komplett verändert. Was geht? ja, alles, was Beine hat. Du, wobei du schwebst, ne? Du gehst nicht. Ach Mann, ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Vielleicht einen Blumentopf oder gar zwei? Das wäre schon ziemlich toll. Okay, alles klar. Super. Ich kann auch ein bisschen Müll platzieren irgendwie in der Stadt oder sowas. Ich glaube, damit bist du bestimmt auch einverstanden, oder? Ich könnte mich sogar in sein Bett legen und schlafen. Kudrock, hallo! Gerade erst eingeschaltet, was ist das für ein Spiel? Hokolive ist wie Animal Crossing quasi. Es ist Animal Crossing mit... Ja, Animal Crossing ohne Nintendo, sagen wir es mal so. Toderbund tut Wahrheit kund. Ja, ich gebe zu, ich bin eine verlässliche Quelle. Nicht immer, aber manchmal. Was ist das Scheiße? Ach so, wegen Disney. So, hier werden übrigens beim Raum, der noch viel vermüllter ist als der andere, ne? Hier sind übrigens die Flaschen, die habe ich noch gar nicht drauf geachtet, ne? Sind das alles Pfandflaschen oder hat der ein Alkoholproblem?
es ist eigentlich, du bist echt eine Potsau. Und, okay, er stellt sich in sein Sofa. Was ist eigentlich los mit diesen Leuten hier? Oh, Toffi. Warst du derjenige, der das Haus renoviert hat? Ja, und du hast es wieder vollgemüllt. Uff. Du wirst mich nie dabei erwischen, dass ich so etwas mache. Na, das habe ich mir schon fast gedacht, du Messi. Viel zu viel Arbeit. Was? Müll machen? Tonnenweise Scherereien. Damit habe ich lieber nichts zu tun. Wie dem auch sei. Was geht? Keine Ahnung. Zaun oder was? Na gut. Danke, schätze ich. Ja, wir müssen... ja, viel Spaß da hinten bei deinem Müll. Ich finde, es ist auch absolut richtig. Du solltest dich viel mehr mit deinem Müll beschäftigen da hinten. Guck's dir mal ganz genau an. Nimm mal eine ordentliche Nase voll. Andivi, hallo. Und Feli, hi. Das ist Hokolive. Ein Spiel wie Animal Crossing. Und ich müsste jetzt hier, glaube ich, Sachen machen. Zum Beispiel einen Zaun erstellen bei ihm hier. Das macht mir aber ehrlich gesagt auch überhaupt nichts aus, weil das muss man hier einzäunen. Da darf keiner rein. Das stinkt ja. Also, ne? Schönen guten Abend. Danke. Schau tatsächlich erstmal live zu. Hab dich durch Disney auf YouTube entdeckt. Schön erfrischend. Guck gern zu. Dankeschön. Freut mich, dass es dir gefällt. Heute leider etwas angeschlagen, aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem unterhalten. Und wir können trotzdem hier ein kleines bisschen Spaß haben. Was ist das eigentlich für ein Ballon da hinten? Der ist neu. Den kenne ich nicht. Ich kann den gar nicht. Geh kaputt! Scheißballon! Du bist schuld! Entschuldigung. Oh Mann. Entschuldigung. So, ich sollte die Axt wegnehmen. Oh, Toffi. Wie ist es dir ergangen? Ja, alles gut, außer dass die alle irgendwie muffig sind. Die haben alle Müll rumliegen. Supi. Also haben sie nach Blumentopf und Zaun in der Stadt gefragt, was? Klingt nicht so, als würde das zu viele Umstände machen. Du musst es ja nicht machen. So etwas habe ich nicht hier. Vielleicht kann Sally da aushelfen. Ah, die kenne ich noch. Bei der kann man bauen, glaube ich, ne? Oh, stimmt. Ich glaube, du hast sie noch nicht kennengelernt. Doch, im Early Access. Sally ist normalerweise ganz damit beschäftigt, an diesem und jenen in ihrer Werkstatt vor sich hinzuarbeiten. Warum schaust du nicht kurz vorbei und siehst, ob sie uns unter die Arme greifen kann? Wunderbar. Danke, Toffi. Jo. Übrigens, schnell mal auswendig lernen, Leute. Ich frage das nachher ab im Stream. Ich weiß nicht, ob es an meinem Rechner liegt oder ob es an dem Mikrofon liegt, aber es gibt gewisse Eingänge, bei denen das Mikrofon mich manchmal im Stich lässt. Da, wo es immer wieder rein und raus, rein und raus, rein und raus. Also er erkennt das Mikrofon schon, aber manchmal auch eben nicht. Und es geht irgendwie ständig hin und her. Das hatte ich zuletzt bei Temtem so. Da musste ich ja nachsynchronisieren, weil es da die ganze Zeit rein und raus gegangen ist. Voll ein Scheiß. So will ich das mal so sagen, ne? Voll ein Scheiß. Voll eins Scheiß. So, jetzt. Dachte, meine Kopfhörer sind leer und kaputt. Gut, wenigstens habt ihr es mir ja dann nochmal kurz gesagt. Nicht, dass es irgendwie so ist wie bei anderen Streamern, wo die Leute nur im Lurk da sind oder sowas. Und der redet erstmal eine Stunde lang einfach mit niemandem, weil halt einfach keiner zuhört, weil der Ton weg ist. Jetzt hast du leider eine Menge Zuschauer verloren. Das ist kein Problem. Ich stream auch nur für 5 Leute. Aber weniger dürfen es nicht sein. Also wenn 4 da sind, dann höre ich halt auch auf. Ah Gott. Hauptsache, wir haben Spaß. So. Ich würde gerne mal weiterspielen, wenn ich darf. Also ich bin noch da. Ja, Leute. Und die anderen kommen vielleicht ja auch wieder. Vielleicht haben die gemerkt, oh, da ist ein Problem. Ich gucke einfach in 3 Stunden nochmal vorbei. Jetzt haben wir kein Problem mehr. Ton ist wieder da. Wenn wieder Ton weg sein sollte, Leute, dann müsst ihr ganz schnell aufschreien und sagen, Toffi, was? Achso, schon, wir müssen ja zu Sally gehen. Das habt ihr alle nicht gehört, ne?
dass ich zu Sally gehen muss. Oh. Tiny zockt. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Mein Ton war wieder aus, aber dankeschön. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Siehst, mein Ton hat sich nämlich auch jetzt in meine ganzen Einstellungen nämlich jetzt gekillt. Deswegen habe ich das jetzt wieder nicht mitgekriegt. Aber danke. Vielen Dank. Moment. Ich hab's gleich. Das ist immer das Problem, wenn man halt eben raus ist aus dem Ding. So. Lautsprecher. So, jetzt sollte ich wieder was hören. Genau, jetzt höre ich wieder was. Oh. Das, du hast unseren Herrschaftskrieg von 1956 zwischen dem Deutschen Reich und der Pandarischen Union verpasst. 3 Jahre Krieg innerhalb von 3 Minuten geregelt. Ja, das ist doch meistens so, oder? Dass man den Krieg eigentlich hätte sehr, sehr schnell beenden können, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hätte. Das ist eigentlich bei fast jedem Krieg so, oder? Krieg. Alter, wo ist das laut? Stremmel, dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Habe ich richtig ausgedrückt? Oder Stremmel? Oh, hey. Du bist doch... Ja, ich bin der im Early Access auch schon da war. Moment, sag's mir nicht. Toffee, stimmt's? Wie hast du das erraten? Großartig. Hey, ich bin Sally. So nett, dich zu treffen. Willkommen in meinem kleinen hölzernen Zuhause. Oder, naja, meiner Werkstatt, schätze ich. Wie geht's dir? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ich brauche Zaun und ich brauche Blumentopf 2. Oh, was für ein Spaß. Naja, du suchst Blumentopf und Zaun, nicht wahr? Sollte nicht schwierig sein, das zusammenzubauen, denke ich. Ich werde aber ein paar Ressourcen brauchen. Mal sehen. Für Blumentopf brauche ich... Lass mich raten, Blumen. Holzscheit mal 6 und gelbe Blütenblätter mal 2. Und mal sehen. Für Zaun brauche ich Holzscheit mal 4. Das sollte reichen. Ich denke, du kannst all das irgendwo draußen finden. Komm wieder, wenn du alles eingesammelt hast. Dann machen wir uns denn an den spaßigen Teil. Ja. Zeug basteln. Ach so. Ich dachte, du meinst was anderes. Okay. Ich hab doch schon alles. Du kannst dir in deinem Rucksack ansehen, welche Ressourcen für die Herstellung eines Gegenstands erforderlich sind. Lass ihn uns jetzt öffnen. Y. Du kannst jetzt auf den Herstellungsreiter zugreifen. Wechsle jetzt dorthin, damit wir ihn uns ansehen können. Hä? Hups, ich hab's was von ihm fallen lassen. Okay, warte. Herstellungsreiter da oben. So, jetzt könnte ich... Ach, ich hab gar nicht genügend Holz. Was? Ich habe nur 4? Okay, ja, okay. Also das heißt, ich habe jetzt genügend Ressourcen. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und kann jetzt... Oder doch nicht. Sandra, hallo. Ich mache mir mal was zu essen und komme gleich wieder. Ich wünsche euch einen guten Hunger. Ich hatte Zimtschnecken zum Abendbrot. Ist wirklich so. Die von Knack und Back, die waren im Angebot. Ich wollte sie mal testen. Sind aber gar nicht so gut. Hey, was machst du da? Es wäre mir sehr recht, wenn du meine Sachen nicht anfassen würdest, okay? Ich will nicht, dass du dir wehtust. Willst du, dass ich dir wehtue? Ich muss das hier machen. Ach so, ja, gut. Egal. Celine, dankeschön, Leute. Trotz Probleme habt ihr den Hype-Train gestartet. Trotz Tonprobleme vom Anfang. Vielen Dank. Du bist so ein toller Streamer. Ich liebe deine Videos und danke für deine positive Ausstrahlung. Dankeschön, freut mich. Ja, ich habe mir die Laune nicht vermiesen lassen, auf jeden Fall. Bezüglich der Tonprobleme. Ich werde trotzdem noch optimistisch sein, ne? Toffi ist wieder frech. Ich niemals. Willkommen zurück, Toffi. Wie kommst du voran? Ach so, ich muss alles schaffen, ne? Wahrscheinlich muss ich da erstmal Holz haben. Ja. Schon klar, Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich kann mit einem vielleicht schon mal anfangen, aber nein, ich brauche beides. Okay, gut. Also, wann Vollzeit-Streamer? Weil, wenn die Toilette weg ist, dann kann man nicht mehr kacken. Und dann stinkt der ganze Wald. Du hast es gerade gehört, Ryan, ne? Von wegen Vollzeit-Streamer. Hast du gerade gehört, was ich so erzähle den ganzen Tag? Im Stream? Und dann Vollzeit-Streamer. Jetzt kannst du dir die Frage dadurch selbst beantworten.
Blalula. Dankeschön für den Follow. So. Ich habe mich übrigens von der Influencen lassen und habe mir Potion Permit geholt. Werde gleich damit starten. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß. Oh, nein, ich will nicht den Baum kaputt machen. Nein! Ich will das Zeug hier looten. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß damit. Ich muss es auch mal wieder weiterspielen, aber wie gesagt, ich kam ja durch Erkältung und viel zu tun in den letzten zwei Tagen eigentlich zu fast gar nichts. Tatsächlich habe ich aber ein bisschen Disney Dreamlight Valley ohne euch gespielt. Toffi hat Disney Dreamlight Valley ohne euch gespielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Toilettenslip ist ja erst echt sehr leise. Das ist ab Absicht. Keiner will was von Kacke hören. Ich hab's da nur vom Kacken, weißt du? Rose, hallo! Mir macht Potion Permit sehr viel Spaß. Au, dann will ich aber wieder weiterspielen. Hätten wir wieder richtig Bock dazu. Wie kannst du nur, D-Abo? Ja, ich musste ja, weil Remy ist ja immer am Pennen, wenn ich abends hingehe. Und Ursula auch, deswegen musste ich die ein kleines bisschen leveln. Nur dafür habe ich es gemacht. Toffi, wie kommst du voran? Ich habe jetzt alles. Super, fein. Ich bin doch kein Hund. Du bist einer. Okay, lass uns anfangen zu basteln. Oh, weißt du was? Ja, ich weiß eine Menge, aber was meinst du? Warum versuchst du es nicht, sie zu basteln? Ich hab's versucht, Fo. Du hast mich zusammengeschrien, als ich an deine Werkbank wollte. Du siehst wie jemand aus, der sich mit einer Drehbank auskennt. Was meinst du? Du hast eine gespaltene Persönlichkeit, das meine ich. Jo, das ist die richtige Einstellung. Siehst du den Arbeitsbereich vor dem Ofen? Dort kannst du Dinge herstellen. Du kannst Ressourcen in andere Ressourcen verwandeln. Und nicht nur das, du kannst auch Gegenstände herstellen. Ziemlich lässig, oder? Ja, Digga, voll lässig, Bro. YOLO. Juhu. Okay, versuch es. Okay. Da muss ich entwerfen. Also hier kann ich jetzt herstellen, genau. In diesem Pop-up kannst du dir aussuchen, wie viele Exemplare du gern herstellen möchtest. Stell deinen ersten Gegenstand her, sobald du bereit bist. So, passt. Davon auch mal eins, ne? Passt. Dann hätten wir alles fertig. Wow! Sieh an, wie du das kannst. Sag mal, ich rede mit mir wie so ein Kleinkind. Blumentopf sieht ja ziemlich gut aus. Das kann bestimmt nicht dein erster Versuch mit Zaubern sein. Sweetie95, Dankeschön für den Follow. Das kann bestimmt nicht dein erster Versuch mit Zaun sein. Ja, das ist aber dein erster Versuch mit Grammatik, oder? Das sieht so toll aus. Oh, ich bin mir sicher, Moss wird hoch erfreut sein. Oh, richte ihm noch Grüße von mir aus, ja? Morik. Danke. Ich habe Uschi endlich mal auf 7 seit gestern, aber sie geht ihrem Hobby nach schlafen. Ja, kenne ich. Ach, Drachengott, ich hatte dich auch noch nicht gegrüßt. Na, hallo, kannst du Hogwarts empfehlen? Was sind kurz gefasst die Unterschiede zu anderen ähnlichen Spielen? Danke dir. Tatsächlich wird das bei vielen Leuten, bei vielen Kritikern, dieses Spiel genau das kritisiert, was du jetzt gerade angesprochen hast. Denn dass es keine wirklichen anderen Sachen gibt. Es ist sehr, 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 sehr ähnlich zu Animal Crossing. Aber was der Vorteil ist, Animal Crossing gibt es ja nur auf Nintendo. Und wenn du keine Nintendo-Konsole besitzt, egal welche, 3DS, Wii, Wii U gab es ja, glaube ich, kein Animal Crossing, aber halt eben Switch, dann hast du halt in die Röhre geguckt, ne? Dann wieder blöd. Und deswegen ist dieses Spiel eigentlich quasi genau wie Animal Crossing, aber ein paar kleine Verbesserungen gibt es tatsächlich. Und zwar kannst du deine eigenen Möbel herstellen. Die kannst du komplett selber herstellen, was ich extrem geil finde. Oh, Toffi, wie ist es dir ergangen? Ja, ich habe alles gemacht. Oh, gut. Na, das ist doch mal was. Normalerweise lässt Sally niemanden an ihre Werkzeuge. Ja, das habe ich gemerkt. Und auf einmal hat sie dann doch ihre Meinung geändert. Sie muss dich sympathisch finden, Jungspund. Also gut. Platzieren wir diese reizende Kreation irgendwo in der Stadt. Ich vertraue darauf, dass du gute Plätze für sie findest. Ja, das kriege ich hin. Supi. Gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Also ich soll jetzt ein Stück Holz... Warte mal, ein Stück Holz? Ein Stück Zaun und einen Blumentopf.
Ich zäune den Blumentopf ein, oder? Damit wir halt eben wissen, dass das der erste Gegenstand war, den wir platziert haben. Guck mal, der braucht einen besonderen Ort. Warte mal. Aber der muss halt eingezäunt werden. Öffne deinen Rucksack, um einen Gegenstand in der Welt zu platzieren. Ja, warte, jetzt muss ich erstmal... Ich muss ja erstmal den Platz suchen. Spiel. Luna ist da, hallo. Ich hoffe, jetzt seine Stimme wieder. Ja, endlich. Wie kannst du nur Animal Crossing Amiibo Festival... Ach so, es ist ja kein echtes Animal Crossing, Toda. Ja, das gibt's für die Wii U, aber das ist kein tolles Animal Crossing. Das ist... Um es mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Ich mache irgendeinen schönen Platz am Strand. Warte. Erstmal hier looten. Warte. Vielleicht da hinten. Guck mal hier. Ich glaube, das mache ich. So. Jetzt nehmen wir das den Gegenstand und platzieren ihn. Geht das? Da? Geht nicht. Och Mann. Ich habe mich so gut gefühlt. Überall da, wo Dings ist hier. Wo es weiß ist, kann man es platzieren. So. Aber ich will ihn in die Ecke packen. Und dann halt ein Stück Zaun da drum machen. Damit jeder weiß, aha, das war der erste Gegenstand, den wir jemals hier platziert haben. Verstehst du? Das soll was Besonderes werden. Kein 0815 Blume. Kein 0815 Blume. So, warte. So, wie kann ich das jetzt drehen? Ups, das war nicht der richtige Knopf. Ich versuche mal zu drehen. Ah, hier, so. So. Da darf keiner hin. Achso, warte mal. Ah, warte mal. Ich will es mal bewegen. So, so ist besser. Da. Das ist die heilige Blume, die als erstes hier platziert wurde. Und da darf keiner mehr hin. Der heilige Blumentopf. Okay, wisst ihr Bescheid. Ich wollte dir nochmal sagen, dass du mich ja vor einigen Wochen fragtest, ob ich mit Disney Traumlichttal kaufen würde und ich dir keine genaue Antwort geben konnte, da ich noch deinen Stream und dem neuesten Hop-Video über DDV total überzeugt bin. Und ich mich schon darauf freue, wenn es endlich aus dem Early Access raus ist. Das Spiel scheint sehr lustig zu sein und gameplay-technisch trifft es auch auf meine Geschmacksknospen. Toda, das freut mich sehr, aber eben in diesem Falle wirklich überlegst dir gut, ob du eben Geld ausgibst. In diesem Fall hast du dich dafür die Early Access, für die Free-to-Play-Variante entschieden. Ja. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es hat zwar einige Bugs und einige Fehlerchen, aber die werden noch ausgebügelt, da bin ich mir sicher. Und wenn das weg ist, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es wirklich für jeden ein geiles Sammelspiel ist. Und mit Disney-Charakteren, das sowieso geil ist. Hab mir das Spiel heute auch bestellt, hab deinen heutigen Part gesehen und fand es cool. Ich liebe solche Spiele. Ja, ich persönlich ja auch. Nur, was mich bei Animal Crossing immer genervt hat, ist, dass es halt irgendwie nie so eine Aufgabe gegeben hat. Irgendwo war mal der Punkt erreicht, wo man keine Lust mehr hatte, alles zu sammeln oder so, weil da irgendwie so der große Kick gefehlt hat. Den man jetzt zum Beispiel bei Disney Dreamlight Valley, wenn wir jetzt schon wieder darüber sprechen können, der war da halt da, weil man halt immer Aufgaben machen muss. Und die sind hier halt bei Animal Crossing einfach nie da gewesen, ne? Hey Toffi, wie ist es dir ergangen? Ich habe alles platziert. Also da geht keiner mehr dran an die Blume. Die ist mega, mega safe. Bestens. Ich bin mir sicher, sie hübschen die Stadt nicht nur ein kleines bisschen auf. Ja, schon ein bisschen mehr. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, dass wir bald keinen Platz mehr haben werden mit all den Verbesserungen, die wir in der Stadt vorgenommen haben. Und ich bin mir sicher, dass dir auch bald die Ressourcen ausgehen werden, wenn du weitere Dinge entwirfst. Vielleicht hast du gesehen, dass es auf der anderen Seite des Flusses etwas Platz gibt. Es ist nicht so viel. Ich bin mir sicher, Sally hilft uns bei einer Art Brücke, wenn du sie nett fragst. Was sagst du dazu? Ja klar, ich hab Bock. Oh, übrigens, Oma möchte mit dir etwas besprechen. Schau doch bei Gelegenheit bei ihr vorbei. Ey, das ist wirklich eine Frau. Die haben gerade gesagt, das ist bei ihr. Ich dachte, das wäre ein Mann. Ihr habt mich damals immer zurechtgewiesen. Der Elefant heißt Oma. Das ist wie ein indischer Elefant. Der heißt halt Oma. Das ist eine Frau. Das ist eine alte Elefantendame. Die heißt Oma, Mann. Die nennt jeder Oma. Hallo Antini und Prinzess. Ich habe Dreamlight Valley bis jetzt einmal gespielt und irgendwie hat es mich nicht gepackt. Was? Das darfst du hier nicht laut sagen. Kriegst du Ärger im Chat. Oh, Toffi.
Wenn du ein wenig Zeit hast, möchte ich mit dir über etwas sprechen, was dir bestimmt gefallen wird. Okay, Oma. Ich finde, dass du eine Belohnung für deine harte Arbeit in der Stadt verdient hast und habe mir etwas überlegt. Ich nenne sie Bürgermeisterverdienste. Im Grunde handelt es sich jedoch um Belohnungen, die du durch das Erledigen kleiner Arbeiten in der Stadt freischalten kannst. Das hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht, oder? Ich glaube, das ist neu. Ich muss mal gerade echt überlegen, aber ich glaube, das hatten wir wirklich noch nicht. Wenn du also beispielsweise Bäume pflanzt, erhältst du Fortschritt für einen Verdienst und eine Belohnung. Außerdem findest du in deinem Rucksack einen neuen Reiter, in dem alle Verdienste aufgelistet sind, damit du überprüfen kannst, wie nah du dem Abschluss eines Verdienstes bist. Einige Bürgermeisterverdienste sind wirklich der Hammer, also besuche diese Seite regelmäßig. Ja klar, mache ich auf jeden Fall. Großartig, sieh dir an, ob du kurz davor stehst, einen abzuschließen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Toffi. Ja, da gucke ich gleich mal direkt rein. Ich habe eine Zimmerpflanze gekriegt. Oh, willkommen auf der Seite der Bürgermeisterverdienste. Hier kannst du dir alle Verdienste anschauen, die du freischalten kannst und herausfinden, wie weit du sie schon vorangetrieben hast. Sobald du einen Verdienst abgeschlossen hast, erhältst du eine Benachrichtigung. Besuche diese Seite, um zu erfahren, welchen Verdienst du freigeschaltet hast und welche Belohnungen du bekommst. Cool. Geil. Kann man hier Dorfbewohner zugewunken? Oh, ich muss denen zuwinken. Ach du Kacke. Okay, bis jetzt sind es nicht so viele. Aber Entfernung zurückgelegt, Zeit mit Sprinten verbracht, Originaldesign erstellt, Häuser platziert, Steine gespalten, Stiefel geangelt. Stiefel angeln? Warum soll ich das tun? Was habe ich denn davon? Einen hässlichen, nassen Stiefel. Jo, also krasse Sache. Probierst du Coral Island? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hä? Es wurde kein Clip abgespielt, oder? Kam da schon wieder dieser Beinclip, den ich nicht höre? Kam schon wieder dieser hässliche Beinclip und ich habe schon wieder nicht mitgekriegt. Wie wink ich denn nochmal? Warte mal. Ach so. Warte. Hey. Ach so. Oma möchte nicht gewunken werden.